Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei One Piece Unlimited Adventure. Und ja, ihr habt es ja letzte Folge schon gesehen, was wir gerade freigespielt haben. Und ich möchte euch den Spaß noch nicht verderben. Ich werde die Superattacke erst im Kampf zeigen. Sie ist ziemlich cool, auch wenn sie manchmal etwas schwer einzusetzen ist. Was hat mir der Pilz nochmal gebracht? Egal. Gehen wir erstmal zu unserem Schiff. Da können wir noch nicht hin. Sorry. Wir brauchen erst unsere Spitzhacke, um gleich zu merken, dass wir hier noch nicht durchkommen. Eigentlich. Ja. Ein sehr unlogischer Moment. Naja, was soll's. Das Schiff steht da unten, wir können aber noch nicht dran vorbei. Wie nennt man das? Ich schätze einfach mal, das Spiel möchte von uns, dass wir bereits die bessere Hake haben. Sichel, wie auch immer. Haben wir aber noch nicht. Wie ging das nochmal? Konnte ich da auch so hoch? Ja, das geht. Wunderbar. Wenn es hier oben überhaupt weiterging. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Da. Da. Oh ja, perfekt. Crystal, es fehlt noch eins. Kommen wir hier schon durch? Nope. Okay, dann war der Weg außer für den Kristall relativ nutzlos. Dann wird da wollte ich nicht rein. Dann müssen wir wohl die Brücke bauen. Mensch, wieso ist denn hier schon so ein Fleck? Naja. Okay, Brücke bauen. Wir brauchen Leinen. Ja, doch, wir brauchen Leinen. Und zwar zwei Stück. Wir können immerhin schon mal die mobile Medizinstation. Dude, I'm a genius. Basteln. Oder besser die bessere? Nicht die mobile. Die bessere. Ich glaube, die mobile gab es in dem Spiel gar nicht. Ja, wir brauchen noch zwei Leinen. Das sollte machbar sein. Jetzt können wir auf jeden Fall besser oder mit mehr Tieren herumforschen im Prinzip. Sonst. Ja, ich speichere mal kurz noch. Dann machen wir uns noch auf, ein paar Leinen zu sammeln. Und ich zeige euch währenddessen noch die Superattacke von Frankie. Leinen sammelt man am besten, wenn ich mich so erinnere, im Dschungel. Dort kann man, glaube ich, ziemlich am Anfang welche abgreifen. Und wenn man das dann öfters macht, sollte das passen. Jo, auf geht's. Wir nehmen aber für die Leinen gleich jemand, der besser mit den Leinen umgehen kann. Und ja, wir haben noch genug Platz. Dann war es nach links. So. Und dann waren hier doch die Leinen, genau.
So langsam wird es mit meinem Orientierungssinn. Ganz langsam. Komm, 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 komm. Eine noch. Ja, perfekt. Und wieder raus hier. Dann noch ganz kurz Frankies Supertage zeigen. Wenn ich es nicht vermassel. Ach. Ja. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich natürlich keine SP mehr für die Supertage. Das haut ordentlich rein. Reicht sogar für die meisten Gegner aus. Und sieht cool aus. Auf jeden Fall. Gut, dann lasst uns wieder zurückgehen. Nach diesem kurzen Ausflug. Jo. Und dann können wir die Brücke bauen. Das dürfte uns dann zum nächsten Bereich führen. Ja. One Piece hat ein paar kleiner dieser Breaks drin, wo... Ja, wo... nicht richtig überprüft wurde, dass die Story weit genug vorangeschritten ist für bestimmte Story-Ereignisse. Wie jetzt da am Strand, wo irgendjemand das Boot schon runtergebracht hat, obwohl der Strand noch gar nicht betretbar ist. Naja. Okay. Und zwar war das Development 2. Die Bridge. Sehr schön. Damit steht nämlich jetzt hier eine schöne Brücke. Frankie typisch immer etwas übertrieben, aber egal. Und hier finden wir auch, wenn ich das richtige Item auswähle, was ich definitiv tun sollte, ein... Den brauchen wir nicht wirklich. Mich interessiert eigentlich gerade eher die hier. Die Denden-Muschi. Ein Schockbug, was er sagt. Ah, wobei. Das ist, glaube ich, gar nicht die Denden-Schnecke. Egal, bringt uns jetzt erstmal noch nichts. Später, glaube ich. Sonst würde uns ja angezeigt werden, dass es was gebracht hätte. Hopp. Ja, sehr schön. Hier ist wieder ein schöner Anglerplatz. Und hier ist ein kleines Monument. Okay. Hey, there's a rock here. Can you read it? A small hero, head crowned in gold, encircled by flowers and trees, the small shall reign supreme. A small hero? I wonder who that could be. With a... head crowned in gold, that sounds amazing. Anyway, let's keep searching. Ja. Das soll wohl auf ein bestimmtes Insekt hinweisen. Wow. Das läuft gerade überhaupt nicht flüssig. Ich muss da mal wohl wieder ein bisschen feinjustieren beim Emulator, damit es wieder flüssiger läuft. Aber für die Aufnahme sollte es noch reichen. Und da geht es ins nächste Gebiet. Ein sehr cooles Gebiet. Just how long is this path? Is it that monster from before? Which way? It's no good. I can't tell with all this. The echoes. This way. That's the way we came from. Okay. Anyway, let's look for him. Ah, genial. Design des Level. Einfach nur genial. Hier finden wir sehr viele Abkürzungen.
könnte man so sagen. Hier kommen wir noch nicht. Oder kommen wir schon durch? Ja, kommen wir schon durch. Natürlich kommen wir schon durch. Okay. Jetzt gehen wir gleich. Wow. Das sind gleich mal die heftigen Gegner. Das war vielleicht etwas daneben gezielt. Ah, ich kann noch ziehen. Die sind schon etwas heftiger. Von denen gibt es schon echt schwere Versionen. Und wir kommen wo raus? Mal schauen. Wir nehmen einfach mal die andere Route, die eigentlich vorgesehen ist. Da hinten geht schon zur Magma-Kammer. Da möchte ich eigentlich noch gar nicht hin. Oh, da nochmal Intruders detected. Au, au, au. Au, 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 au. Wir bauen, trink mal ein paar bessere Attacken mit ihm aus. Das ist eine super Attacke. Yeah. So zum Beispiel. Strong Hammer. Die ist schon ziemlich heftig. Ja, geht doch. Lesen wir solche Dinger. Und Surround them, ja. Ah, da. Ich dachte schon, ne? Das wollte ich jetzt noch nicht einmal, aber gut, was soll's. Na, ich hab den General verfehlt. Aua. Bam. Ja. Ihr habt, habe ich das schon erzählt? Wenn man die Kombos immer schön durchführt, dann bekommt man ja wieder SP zurück. Aber ich glaube, das habe ich schon erzählt. Wenn nicht, tut es mir leid, das ist eigentlich eine wichtige Information. Nee, hier ging's nicht. Ist hier noch was? Nur ein paar SP. Puh, ich verirre mich hier gleich wieder. Aufpassen. Genau. Items haben wir noch ein paar. Jo, das passt noch. Aber ich tue trotzdem mal noch die hier essen und die hier essen. Und weiterschauen. Oh, wir kommen schon hier hin. Hier gibt es schon wieder. Aua. Hier gibt es eine goldene Frucht. Hey, can you use this to make some? You know. Wow, you found this on this island? What's going on? What's the fruit? Listen up, you can use it to make a super beverage. Really? Is it good? I want to drink some. Okay, I'll make some when we get back. Yeah. Ah ne, das war eine braune Frucht. Okay. Also wer Frankie kennt, der dürfte natürlich wissen, was das für ein Beverage, also Getränk, ist. Ja, das bringt schon mehr. Ich muss nur aufpassen, dass ich... ja, mit C dasht man ja und mit A schlägt man. Und wenn ich C und A gleichzeitig drücke, mache ich die Special Attack. Deswegen muss ich ziemlich aufpassen, dass ich es nicht gleichzeitig drücke. Also, damit ich nicht aus dieser Attacke plötzlich eine Special Attack mache. Und diesen schönen Fall, da möchte ich auf jeden Fall haben. Sorry, Frankie, dafür bist du zu grob. Nami war noch ganz gut, ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Spannend, spannend, spannend.
Nein. Oh. Okay. Hier. Oh. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Dann hier nochmal. Oh, man kann doch mit denen angreifen. Okay. Bringt nur höchstwahrscheinlich null. So. Diese Typen haben wir jetzt auch für den Mehrspielermodus freigespielt. Ich würde auch mal gerne ein Let's Play von einem Beat'em Up machen. Vielleicht finde ich ja mal irgendjemand, der mit mir zusammen Super Smash Bros. Singleplayer Let's Play macht. Das wäre cool. Kann ich hier durch? Nein, eindeutig noch nicht. Aber irgendwann. Ein HP, kann nie schaden.